scheiß Kriegsrecht für 1 Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. Jay getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu rächen. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Fallt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hast du deine Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich meine, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Over Irish! Komm uns in die Finger! Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für'n Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, du hast motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Behalte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Kommt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. An welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? 3 mit Kovic? Kovic und 2 Einheimische. Oh Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Oh shit, wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh Mann, der Wagen. Offenbar Spec Ops. Mannstärke derzeit noch unbekannt. Over.
Verstanden. Handelt nach Bedarf und holt sie schnell da raus. Over. Verstanden. Wir essen. Los, Bewegung! So, wie sieht's sauber aus? Hier ist der Aufzug. Wacker, hol den Fahrstuhl. Komm schon, Wacker. Mal sehen, was wir haben. Hier, nimm. Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Finde ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Du solltest echt Dons Frau anrufen. Ja, ich weiß. Es ist nur... Mach die Scheißtür zu! Falsche Etage! Verdammt! Scheiße. Ich glaube, wir sind gerade in China einmarschiert. Hier kommen wir nicht raus! Okay, Alternativen? Keine. Außer am Leben bleiben. Wollen wir diese Scheiß-VIPs? Irish Rack, seht euch das an. Was rechnen die denn? Einer weniger. Schätze schon. Komm schon. Rauf. In die VIP-Lounge. Fang an zu zaubern, Pack. Dauert nicht lange.
Scheiße! Das ist nicht gut! Er fliegt zum Dach! Achte auf die Fenster und mach dich bereit! Hast du Claymores dabei, Rack? Geht in Position! Gegner, auf dem Balkon! Oh, Kinderspiel. Genau hier müsste eine Treppe sein. Verstanden. Ist allen gut? Ist okay, Rick? Wir sind nah dran. VIPs? 38. Oh nein. Das ist unser Zimmer. Ach du Scheiße. Meine Fresse. Da drin lebt keiner mehr. Ihr seid spät dran. Es dauert halt, sich durch den Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt, wenn du rumlaufen kannst? Wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein hier. Komm schon, Becker. Wo ist der Wagen? Wagen? Wie könnte ich auf die Straße? Überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute. Eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Mann. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob's dir gefällt oder nicht, ich flieg das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sergeant? Ach, klauen wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's, jetzt! Kommt! Kommt! Los! Los, los! Köpfe runter, zusammenbleiben! Vorwärts, Wrecker! Wenn das nicht klappt, sind wir am Arsch. Keine andere Wahl. Ihr sichert den Weg. Sir, Ma'am, Sie warten hier. Alles klar, wir gehen rauf. Nice to see you.